Die roten Farben hier kommen Ihnen vielleicht bekannt vor, stehen für die Coupling Group AG. Die haben Sie hier auf der Nutzfahrzeugmesse in anderen Videos, die Sie natürlich auch direkt sehen können, in der Gesprächsrunde gesehen. Und Herr Reinberger hat auch gerade noch einen Vortrag hier erhalten. Neben mir steht nun die Frau Mona Kuss von der Coupling Group AG. Hallo. Hallo. Frau Kuss, Sie haben kürzlich in diesem Jahr eine Auszeichnung als Top 100 Anbieter erhalten. Was genau steckt denn dahinter? Ja, in jedem Jahr werden Unternehmen im Rahmen dieser Top 100 Auszeichnung gesucht, die in ihrer Branche Innovationsführer sind. Namhafte Juroren schauen sich dann die Unternehmen an und zeichnen die Besten aus. Ja, wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, weil das nochmal die Innovationsführerschaft in der Telematikbranche unterstreicht. Nun ist es ja, um innovativ zu sein, muss man den Markt kennen. Man muss Trends frühzeitig erkennen. Was beobachten Sie denn aktuell auf dem Markt? Ja, es ist einfach so, dass jeder von Vernetzung in der gesamten Supply Chain redet. Aber wir beobachten, dass viele Fahrer oder zu viele Fahrer noch ohne Vernetzung für ihren Auftraggeber fahren. Hier wollen wir mit Smartmatics ansetzen, denn wir denken, ja, der erste wichtige Schritt in der Digitalisierungsstrategie ist, überhaupt mal zu wissen, wo sind meine Fahrer, vor allem im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit und vor allem die externen Fahrer in den mobilen digitalisierten Ablauf zu integrieren. Smartmatics, für Sie zur Information vielleicht, das ist eine App von der Coupling Group AG, die wird kostenlos angeboten, lässt sich dann natürlich upgraden, wurde auch mit dem Telematik Award von uns ausgezeichnet. Zurück zu den Trends und den Innovationen, wie sind Sie bisherigen Trends begegnet und was genau passiert bei Ihnen noch in diesem Jahr oder was ist bei Ihnen in diesem Jahr noch passiert? Ja, also Anfang bzw. Mitte dieses Jahres haben wir unseren Workflow Creator auf den Markt gebracht, um gerade an Smartmatics anzuknüpfen. Mit diesem Tool kann man oder kann jedes Unternehmen seine eigene Telematik-App erstellen. Das bedeutet, die vielen verschiedenen Abläufe, die es in einem Unternehmen gibt, manchmal sogar je nach Auftrag, können eigenständig oder selbstständig angepasst werden. Das spart natürlich Zeit und vor allem Kosten. Andererseits kann man hier auf der Nufarm noch die Anbindung an das Tool Drive and Arrive von PTV sich anschauen. Hier geht es darum, dass man die Ankunftszeit beim Kunden realitätsnah ermitteln kann. Und ja, das zeigen wir und dabei bleibt es auf jeden Fall spannend bei uns. Jetzt ist das ja für ein Jahr schon mal eine ganze Menge, wenn man besonders diesen Workflow Creator betrachtet, da steckt ja eine Menge Entwicklungsarbeit hinter. Was kann man denn noch fürs nächste Jahr erwarten? Ja, wir sind natürlich immer mit einem Ohr am Markt. Wir schauen immer, was passiert und wir setzen genau das um, was unsere Kunden möchten. Beispielsweise arbeiten wir gerade an einer Lösung für einen Blutkurier. Wir wollen eine kostengünstige Lademittelverfolgung mittels Beacons realisieren. Andererseits entwickeln wir zusammen mit dem FIR eine Plattform, die die Produktion des Ego Mobiles vereinfachen soll. Also es kommt auf jeden Fall noch was von uns. Das FIR an der TH Aachen, das mal kurz am Rande. Jetzt ist bei Ihnen in diesem Jahr noch was ganz anderes passiert. Sie haben ein Event gestartet, eine eigene Telematik-Fachtagung. Wie kam es denn dazu? Was ist denn da der Hintergrund? Genau, also eigentlich haben wir das zusammen mit einem Kunden entwickelt. Der war einfach mal daran, kann man nicht mit anderen Kunden auch nochmal sprechen, um die Software weiterzuentwickeln. Deswegen haben wir im Juni eine Fachtagung mit unseren Kunden veranstaltet. Hier gab es einen Workshop, in dem die Kunden wirklich erarbeiten konnten, wo entwickelt sich Coupling Your Fleet hin. Andererseits hatten wir jetzt Anfang September eine Fachtagung für alle digitalisierungsinteressierte Logistiker, Serviceunternehmen oder Entsorger. Und hier durften wir auch über 100 Teilnehmer, namhafter Marktführer in der Logistikbranche begrüßen. Ja, hier war die Nachfrage sehr, sehr groß, da es augenscheinlich so eine Art der Veranstaltung des Austauschs noch gar nicht gibt. Und deswegen ja, freuen wir uns sehr, sehr weitere Fachtagungen auf die Beine zu stellen. Das wollte ich gerade sagen. Das klingt so, als würde das Ganze fortgesetzt werden. Wann ist denn der nächste Termin? Genau, der nächste Termin ist am 6. März 2018, wieder am 4. Denn hier kann man wirklich die Zukunftstechnologien einmal wissenschaftlich sich anhören. Andererseits kann man sehen, wie die Standardsoftware Coupling Your Fleet sowas schon umsetzen kann. Ja, wir freuen uns über jeden Interessenten. Es darf sich gerne jeder bei mir melden für eine persönliche Einladung mit näheren Informationen. Und auch Sie, Herr Kliszewski, sind gerne eingeladen, uns in Aachen zu besuchen.
Vielen Dank für die Einladung und für Ihre Zeit natürlich. Wenn die nächste Telematik-Fachtagung ansteht, lesen Sie das natürlich auch auf telematikmarkt.de, wie auch zuletzt. Da halten wir Sie also immer auf dem Laufenden. Nochmals vielen Dank. Ihnen auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit. Schauen Sie sich die anderen Videos an. Schauen Sie sich den Herrn Tonne an in der Gesprächsrunde Digitalisierung des Einsatzzwecks, ebenfalls hier auf der NUFA. Vielen Dank.